Bam, bam, bam. Die Miezekatze ist riesig geworden. Sie ist jetzt größer als das Zimmer. Und sie miaut vor dem Bett mit ihren grünen Knopfaugen. Ja, unsere Katze hat alle Tassen im Schrank. Alter, die Musik geht ja gar nicht. So, ich lasse das jetzt mal laufen. Alter, ich kann mit der Musik jetzt nicht ernsthaft in eine Höhle gehen. Alter, das geht nicht, das geht einfach nicht. Okay, ich leg mal wieder ein bisschen was ab. Die Hühner machen da Gruppenkuscheln, das ist super. Habe ich jetzt zufällig wieder ein Ei aufgenommen? Nein, habe ich nicht, aber ich habe einen Pilz dabei. Den Pilz. Wo kommt der denn mal? Der kommt nicht zu Bäckereien. Gesundes. Da haben wir die Pilze. Alter, die Musik, das ist unglaublich, diese Musik. Da kann man richtig gut zu abgehen. Okay, was hab ich denn noch? Sand muss ich ablegen. Sand, 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 Sand haben wir hier. Der kommt dort rein und der kommt dorthin. Dann habe ich hier bemoosten Pflasterstein. Den packe ich jetzt einfach mal hier schnell mit rein. Dann haben wir zwei Bindfäden. Zwei Bindfäden, drei Knochen, verrottetes Fleisch. Da hatte ich doch auch irgendwo eine extra Kiste gemacht. War das zufällig diese hier? Nein. Ach, da steht's ja, Gleise. Da war das verrottete Fleisch für die Hunde. Einen Sattel. Wo hatte ich das unnütze Zeug? Wo habe ich denn den Sattel hingetan? Da kommt der Sattel hin. Haben wir zwei, Alter, wir haben fünf Sattel. Wieso sind da Kakaobohnen drin? Die gehören da gar nicht rein. Eine Angel. Die Angel tue ich. Die Angel kommt hier rein. Diamantspitzhacke, Glück. Behutsamkeit, Effizienz. Effizienz, Glück, Haltbarkeit. Ja gut, ich nehme die hier mit. Dann das Schießpulver. Das war, glaube ich, hier. Genau, und den Sticky behalte ich. Die Axt nehme ich mit. Die vier Holz behalte ich auch. Die Pfeile kann ich auch gut gebrauchen, aber ich brauche bloß einen Bogen. Das heißt, dieser kommt dorthin. Alter, die Musik ist so chillig. Bam, 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 da, da, da. Ja, die Kakaobohnen räume ich nach dem Eisen weg. Lalalala. So, jetzt haben wir schon vier Kakaobohnen. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und Wahnsinn ist auch, dass ich jetzt schon wieder keinen Ton habe. Geil. Okay, die Brote sollten eigentlich noch reichen, aber 53 Stück. Ich will... Alter, ich will keine Eier. In der Hose schon, aber... Jetzt nicht unbedingt in der Hand. Denn an den Eiern spiele ich mir später rum. Aber jetzt nicht beim Let's Play. Das wäre sonst ein bisschen... sonst müsste ich das Let's Play auf 18 hochschalten. Und das wäre nicht so toll. Ne, also spielt euch während... Also ein kleiner Tipp. Wenn ihr bei euren Let's Plays unbedingt an den Eiern rumspielen wollt, dann müsst ihr das leider auf 18 Jahre stufen. Weil das... sonst ein Porno wäre. Gehe ich mal von aus. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber vermutlich wäre das ein Porno. Vor allem mit Facecam an Eiern rumspielen während dem Let's Play ist nicht so toll. Okay, wo war denn jetzt diese Höhle? Diesen Höhle?
Ich glaube, dort hinten waren Höhlen. Ich habe keine Ahnung, wo hier eine Höhle war. Ich weiß auch nicht, welche Höhle das war, wo wir reingehen wollten ursprünglich. Ich gehe mal in diese Richtung. Ich wollte ja eigentlich mal unser Haus ursprünglich mit einer Mine unten drunter verbinden, hat aber bis jetzt noch nicht so funktioniert. Und es wird schon wieder dunkel. Das finde ich nicht so toll. Aber egal. Egal. Ist 88. Denn das kann man so schreiben, wie man will. Es bleibt immer ein 88. Ja, hier sieht es sehr höhlig aus. Ja, mal einen kleinen Bergsee. Ein Hügelsee, besser gesagt. Ein Berg ist es ja nicht. Alter, das Grün gefällt mir hier so cool. Das gefällt mir richtig. Schön ist das. Ach, schau mal an. Nehmen wir doch gleich mal diese Höhle hier. Da gehe ich doch mal schnell rein. Und ich komme wahrscheinlich dann auch nicht mehr raus. Habe ich noch Fackeln dabei? Hab ich dabei. Perfekt. Was war das denn? Ach, das war ein Creeper. Der hat sich gerade durch die Wand geglitscht. Zwei Creeper. Und hier haben wir gleich eine Schlucht. Krass. Und da ist ein Enderman, den ich nicht angucken will. Und das hier ist eine Schlucht, die an die Oberfläche geht. Und ich bin jetzt gerade hier runtergefallen, was nicht so toll ist. Ach so, ich habe die Behutsamkeitsspitzhacke brauche ich jetzt im Moment nicht. Die Frage ist, wie kommt... Nein! Hilfe! Die Frage ist, wie komme ich jetzt dort runter, ohne zu sterben? Das ist mein erstes Problem, was ich habe. Und ich glaube, ich grab mich da jetzt dann einfach hier runter. Ich glaube, ich mache mir da mal so einen Einergang. Das sollte ja eigentlich reichen. Okay, es ist blöd, dass ich jetzt keinen Ton habe. Denn so kann ich jetzt nicht sagen, ob jetzt irgendwann mich ein Monster angreift oder so. Ich dachte, da wäre Eisen. War es aber nicht. Das sah jetzt durch die Dunkelheit so aus, als ob da Eisen war. Aber egal. Und ich grabe mich immer tiefer. Was soll denn das jetzt hier mit Erde? So ein Mobbing. Okay, ich setze mal wieder eine Fackel, damit ihr auch was seht. So. Ich habe keine Ahnung, wie tief ich jetzt schon bin. Wahrscheinlich noch nicht tief genug. Ja, ich grab mich mal kurz in diese Richtung. Ich muss mal wissen, wo ich jetzt gerade schon bin. Alter, willst du mich verscheißern? Hier muss doch jetzt irgendwo die Schlucht sein. Hä? Das gibt... Ja, ich hab wieder Ton! Und Wasser. Wo ist denn jetzt hier die Schlucht? Ne, das willst du mir jetzt nicht. Alter, die Schlucht kann doch nicht um eine Kurve gehen. Das sind zwei Schluchten, die aneinander grenzen. Das kannst du doch jetzt bitte nicht machen. Da oben ist der Enderman. Scheiße. Was ist denn das da unten? Ist das ein Skelett oder was ist das? Ich kann das nicht erkennen. Na, okay. Das heißt, ich kann mich ja eigentlich auch... Moment, ich müsste eigentlich da drüben auch noch rauskommen. Hoffe ich. Jawohl. Dann mache ich mir hier so einen kleinen Abstieg jetzt hin. Dann kommen wir schon mal etwas tiefer zur Schlucht. Da haben wir Lava. Mr. Lava Lava. Kohle. Kann ich natürlich auch ein bisschen was gebrauchen. Obwohl, wir haben ja eigentlich noch genug dabei. Das ist ja jetzt nicht so das Problem.
Das Problem ist eher, dass ich kein Holz mitgenommen habe. Außer das bisschen, was ich da am Anfang mitgenommen habe. Was ich schon die ganze Zeit mit mir rumschleppe, aber ich hätte mir wohl noch etwas Holz einpacken sollen. Aber das ist nun mal so, man denkt nicht an alles. Da ist ein fucking Skelett. Ha! Aber es bringt mir ja nichts, ich kriege die Erfahrungspunkte trotzdem nicht. Scheiße, ich muss da unbedingt runter. Setz mal die Fackel. Jetzt ich mal... Na, jetzt dorthin. Wie komme ich denn da... Wie komme ich denn da runter? Scheiße. Nee, mein krieblicher Freund. Das kannst du aber schön vergessen. Komm ich hier vielleicht runter? Ein Versuch ist es wert, aber ich glaube nicht. Nö. Aber ich mach mal hier ein bisschen die Erde weg. Alter, wieso ist denn hier überall Erde? Das ist doch... Das geht doch nicht. So, eine Fackel. Alter, das ist zu tief. Da komme ich doch nie im Leben runter. Ich probier's jetzt mal so, aber das wird auch nicht so klappen. Nö. Ich könnte mir ja eigentlich eine Treppe aus Stein nach unten bauen, aber... Lecken. Was willst du von mir? Headshot. Haha, daneben. Headshot. Haha, daneben. Headshot. Okay, die Erfahrungspunkte habe ich jedenfalls schon mal bekommen. Alter, das ist eine krasse Schlucht. Ich brauche ganz dringend hier die Pflastersteine. Dann mache ich mir so eine kleine Brücke nach drüben. Eine kleine Brücke, die etwas größer ausfällt. Okay, ich habe keine Pflastersteine mehr, aber hier habe ich noch welche. Sehr schön. So. Okay, weiter geht's. Ich möchte nämlich die Erfahrungspunkte unbedingt haben. So, da haben wir Stein. Ich setze nochmal schnell eine Fackel. Und rau mal hier den Stein da weg. Und die Kohle. Wo waren denn jetzt die Erfahrungspunkte? Die waren doch jetzt hier irgendwo. Ach, da unten auch noch. Leck mich am Sack. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Alter, ich will da nicht runter. Ich laufe hier oben lang, aber das Gold. Ich kann auch das schöne Gold nicht da liegen lassen. Na, jetzt haben wir hier auch noch einen Wasserfluss. Das ist ja super. Ich will ja eigentlich nicht so viele Brücken bauen, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich möchte das nämlich ungern zerstören. Alter, das gibt's doch nicht. Es kommt ja auf jeder Seite Wasser. So. Zack, 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 zack. Und dort eine Fackel hin. Und dann gucke ich mich hier mal um. Und hier ist nichts weiter. Geil. Aber Eisen. Das nehme ich natürlich gerne mit. Gerne mit. Gut. Da darf ich auf keinen Fall runterfallen, weil sonst war's das. Ich bewege mich hier gerade an sehr gefährlichen Gebieten. Aua. Alter, willst du mich verarschen? Was ist denn das für eine Riesenschlucht?